wie dienen wir Gott? Und man dient Gott prinzipiell mit Geboten und Verboten. Im Islam gibt es 5 Kategorien für alles, was es gibt. Entweder ist eine Sache verpflichtend, das heißt, wenn man sie tut, wird man belohnt, wenn man sie verlässt, wird man bestraft. Oder eine Sache ist erwünscht, wenn man sie tut, wird man belohnt, und wenn man sie lässt, wird man nicht bestraft. Oder eine Sache ist halal, erlaubt. Wenn man sie tut, wird man weder belohnt noch bestraft. Oder eine Sache ist ist makruh, verabscheut. Wenn man sie tut, wird man nicht bestraft, aber wenn man sie lässt, wird man belohnt. Oder eine Sache ist haram, verboten. Wenn man sie tut, wird man bestraft, und wenn man sie lässt für Allah, wird man belohnt. So ist jede Kategorie einzuteilen. Auf der Wiese zu gehen ist halal. Auf der Wiese zu gehen ist halal. Jetzt fragen wir, ist das Kopf zur Pflicht im Islam? Da müssen wir erstmal definieren, wann ist etwas Pflicht im Islam? Es ist etwas Pflicht im Islam, wenn Gott einen Befehl gibt. Das könnte der ein oder andere sagen, ja, ein Befehl kann doch auch als Aufmunterung gemeint sein. Warum muss das gleich als verpflichtend angesehen werden? Hierzu sagen wir, vom logischen Menschenverstand ist es immer so, dass jemand, der über dir ist, wenn er dir einen Befehl gibt, dass dieser Befehl verpflichtend ist. Beispielsweise, du bist bei der Arbeit und ein Arbeitskollege sagt zu dir, komm, mach mal hinne, mach mal hinne. Das ist wie eine Motivation, weil er auf deiner Stufe ist. Wenn aber der Chef dir eine Mappe auf den Tisch legt und sagt, bis 15 Uhr müssen Sie diese Arbeit erledigen, dann wissen Sie, weiß man, dass das Pflicht ist. Das heißt, wenn Gott uns etwas befiehlt, wissen wir, dass das Pflicht ist. Und insbesondere, wenn Gott sagt, ja, das heißt, und wer Allah und dem Gesandten ungehorsam ist, ja, dass der eine gewaltige Strafe zu erwarten hat. Das heißt, es ist dann eine Pflicht. Jetzt schauen wir uns den Koran an. Es wird ja immer behauptet, das Kopftuch steht nicht im Koran, es steht nichts von dem Koran und so weiter. Okay, schauen wir uns den Koran an. Wir schlagen auf Sure 24, Vers 31. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Dort steht, und sie sollen ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer was notwendigerweise davon zu sehen ist. Und sie sollen sich ihre Kopftücher über ihre Kleiderausschnitte schlagen. Alle islamischen Gelehrten haben hierzu was gesagt, dass dies verpflichtend ist. Und dann fragen wir, was ist das richtige Verständnis? Weil heutzutage kommt jemand und sagt, ja, weißt du, wir leben heute im Jahr so und so 2010. Ja, und da kann man das so anders verstehen. Die erste Frage, die wir stellen, wenn uns sonst jemand sagt, können wir das heute nicht anders verstehen, ist, warum müssen wir das anders verstehen? Für wen müssen wir das anders verstehen? Weil es Frau Müller-Meyer-Spitz nicht gefällt, für wen? Weil sie die Frau gerne mit dem Foxy Brown oder was weiß ich so sehen wollen? Nein! Für wen sollen wir das anders interpretieren? Für wen? Für niemanden. Und dann sagen wir, die Interpretation des Korans ist schon vorhanden. Und an der ist nicht zu rütteln. Denn die Interpretation des Korans ist die Sunna des Propheten Mohammed, Friede und Segen mit ihm, laut Koran. Denn im Koran sagt Allah in Sure 16, Vers 44, وَعَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِنَاسِ مَنْ نُسِلَ إِلَيْهِمْ. Wir haben zu dir die Ermahnung herabgesandt, damit du den Menschen klar machst, was zu ihnen herabgesandt wurde. Damit du den Menschen klar machst, was zu ihnen herabgesandt wurde. Jetzt schauen wir zur Zeit des Propheten. Das steht in Sahih al-Bukhari, dem authentischsten Buch nach dem Koran. Es wird jemand sagen, ich glaube nicht an die Sunna. Das ist nicht unsere Sache. Du bist nicht Muslim. Wir glauben an die Sunna. Der Maßstab ist hier der islamische Kontext. Das, was die Muslime verstehen. Nicht, was Müller-Meyer-Spitz darunter verstehen will. Was können wir jetzt so machen? Wir gehen demnächst in die islamischen Länder. Und dann sagen wir allen Christen, sie müssen die Trinität anders verstehen und sie müssen die Kreuze abhängen, weil in der Bibel steht nicht zum Kreuz. Im Sahih al-Bukhari steht, dass Aisha radiallahu anha sagt, die Frau des Propheten, möge sich Allah den Frauen der Muhajirun erbarmen,
Denn als der Vers des Himas herabkam, haben sie von ihren Kleidungsstücken genommen und sich bedeckt. Ihtamara ist das Wort dort. Das Wort Ihtamara, dazu sagt Ibn Hajar al-Asqalani, einer der größten Gelehrten des Islams, damit ist das Bedecken des Gesichtes gemeint. Ja? Das nur dazu. Denn heute, man fängt immer Schritt für Schritt an. Es muss erstmal das Gesicht, der Gesichtsschleier soll erstmal weggezogen werden, danach der Hijab weggezogen werden. Deswegen, ich sage es von vornherein, es gibt unter den muslimischen Gelehrten eine Meinungsverschiedenheit, ob das Gesicht zu bedecken Pflicht ist oder ob es nur erwünscht ist. Aber kein Muslim soll in diese Falle reingehen und denjenigen, die es den Schwestern schwer machen wollen, die heute den Gesichtsschleier tragen, alhamdulillah, es ihnen schwer zu machen. Indem man ihnen erzählt, ja, das ist so alles nicht so wichtig und ein Kopftuch reicht auch. Wofür? Für wen sollen wir diese Abstriche machen? Weil es diesem oder jenem Menschen nicht gefällt? Ich sehe vielleicht auch jemanden auf der Straße, der mit einem Nasenring, der 2 Meter Durchmesser hat, rumläuft. Das gefällt mir vielleicht auch nicht. Das gefällt mir vielleicht auch nicht. Oder vielleicht läuft eine Frau durch die Gegend mit einem Ausschnitt bis zum Knie und einem Saum bis zum Knie. Nachteil. Sabotage! Geht am Beat bei ihr.